Schön, dass du dich mit mir zusammen einsingen möchtest. Das beliebteste Video auf meinem Kanal ist ein 15 Minuten Vocal Warm-Up. Offenbar scheinen die 15 Minuten Einsingen für die meisten von euch gut zu sein. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich nochmals ein 15 Minuten Einsing-Video mache. Einfach, dass du ein bisschen Abwechslung zum alten Video hast. Das ich dir übrigens unten in der Infobox verlinke, falls du es noch nicht kennst. Dieses Video ist übrigens für die Frauenstimme gedacht, von der Lage her. Falls es für dich als Mann aber von der Lage her auch passt, darfst du selbstverständlich auch machen. Lass uns doch gleich beginnen. Ich habe einen Timer hier, damit wir auch wirklich bei 15 Minuten sind. Die erste Übung ist Lippenflattern, um den Körper und dein Instrument warm zu machen. Let's go! Dann gehen wir zu den Klingen. Da kannst du zuerst ein paar M's sagen in deiner Kopfstimme, so als wäre, hättest du was Leckeres zu essen vor dir. Das ist auch schon unsere Lautstärke in der Kopfstimme auf. Intern ein bisschen öffnen. Wechseln wir zu NG wie im Wort Song, dass du machst zusammen. Deinen
Letzte. Die letzte Übung in der Kopfstimme mit Klingen auf NG aushalten, dass du machst sing, sang, sing, sang, sing, wie eine schwingende Glocke. Sing, sang, sing, sang, sing. Sing, sang, sing, sang, sing. Kiefer ist locker. Sing, sang, sing, sang, sing. Sing, sang, sing, sang, sing. Dann machen wir die erste Übung für den Registerübergang von der Kopfstimme in die Bruststimme. Du beginnst also in der Kopfstimme und landest in der Bruststimme auf das Wort Song. Kopfstimme beginnen. Song, 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 bis du in der Bruststimme gelandet bist. Kopfstimme beginnen. Song, 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 Bruststimme landen. Song, 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 song. Song, 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 song. Auch wenn du Popsängerin bist, ist ein guter Übergang sehr wichtig. Deshalb machen wir gleich eine zweite Übung für den Registerübergang. Auf Sing, wie eine Aufforderung. Unten Brust, oben Kopf. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Machen wir noch eine Übung für die Kopfstimme, weil auch die ist sehr wichtig, selbst wenn du Popsängerin bist. Auf das englische Wort do, you, das du machst. You are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. So beautiful. Wir werden immer emotionaler. Mach eine Bewegung dazu. You are so beautiful. You are so beautiful. Mit Bewegung. You are so beautiful. Locker am Kiefer. You are so beautiful. Und einen letzten. Nur noch you ohne beautiful. Und dann nochmals eine Übung, wo wir in der Kopfstimme beginnen und in der Bruststimme landen. Sue was moved by Susan's music. Beginn an der Kopfstimme. Sue was moved by Susan's music, bis du in der Bruststimme gelandet bist. Sue was moved by Susan's music, bis du in der Bruststimme bist. Sue was moved by Susan's music. Kopfstimme beginnen. Sue was moved by Susan's music, Bruststimme landen. So was moved by Susan's music und einen letzten. So was moved by Susan's music.
Dann machen wir die erste Twang-Übung, um dich langsam auf die Belting-Stimme vorzubereiten. Again and again and again, als wärst du so leicht genervt, dass du sagst again and again and again and again and again in deiner Sprechstimme. Again and again and again and again and again. Once again. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again in diesem genervten Gefühl. Again and again and again and again and again and then in letzter. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again. Again and again and again and again and again and then it lets down. Again and again and again and again and again. Dann kommen wir zur ersten Belting-Übung, so für die Rufstimme. Du sagst Love, wie Liebe, als hättest du jemanden schon ganz lange nicht mehr gesehen und voller Freude sagst du Love, how are you today? Leicht und hell. Love, how are you today? Gerne auch hier mit Bewegung. Love, I really love you. Leicht und hell. Love, I really love you. Think sehr hell. Love, so nice to see you. Love. Und jetzt werden wir immer emotionaler. Du freust dich. Love, so nice to see you. Love, I really love you. Mit Bewegung, mit Freude, Emotion. Love, love. Eine Belting-Übung auf And I Sing Hallelujah. Und da darfst du ein bisschen Energie reingeben. Ja, wir sind zwei Gospel-Sängerinnen, die And I Sing Hallelujah. Und dieses darf wirklich scharf sein. Wichtig, geh nicht in die Breite. Ja? Ich mache es falsch vor, dass nicht passiert. And I, sondern es ist And I Sing Hallelujah. Wenn du magst, kannst du auch diese Bewegung machen. And I sing hallelujah. And I sing hallelujah. And I sing hallelujah. And I sing hallelujah. Mit Energie und Körper. And I sing hallelujah. 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 Dann machen wir eine letzte Belting-Übung auf She did see three bees. Sie hat drei Bienen gesehen. I hat den Vorteil, dass es ein sehr schlanker Vokal ist, aber manchmal auch die Gefahr, dass es ein bisschen eng wird. Also, wenn du das Gefühl hast von Enge, geh ein bisschen zum E. She did see three bees. Ja? She did see three bees. Ist kein aufregender Text, aber du darfst es so singen, als wäre es was ganz Aufregendes. She did see three bees. How exciting. She did see three bees. She did see three bees. Jetzt langsam zu E. She did see three bees. She did see three bees. Really? She did see three bees. 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 So als würdest du einen Knochen wegwerfen. She did see three bees. Ganz leichter. She did see three bees.
Und wie bei allen Übungen, geh nur so weit, wie es für dich passt. Ich habe jetzt da extra ein bisschen in die Höhe gekitzelt, falls du nachher einen hohen Belting-Song singen möchtest. Da sind wir bis zum E. Gut, also mein Timer läuft hier langsam ab. Ich hoffe, das Warm-up hat dir gefallen. Falls ja, gib mir doch unbedingt einen Daumen hoch. Und ebenfalls, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol doch das bitte noch nach. Laut YouTube Analytics sind 68% meiner Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht Abonnenten. Jetzt klingelt mein Timer. Wir haben es geschafft. He? So. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.